Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. 欢迎光临 Dog Festival. Bienvenidos a Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Herzlich willkommen beim DocBlog Q&A. Ich bin Alex und heute sind wir hier in der HFF und haben gerade den Film Days of Youth angeschaut. Und neben mir steht die Regisseurin Julia Lokshina und der Kameramann Zeno Legner. Ich finde es echt schön, dass ihr die Zeit findet. Ich finde den Film auch wirklich toll, hat mich begeistert. Also erstmal Glückwunsch dazu. War das denn eure Premiere jetzt, oder? Nee, wir hatten schon einige Festivalaufführungen in Deutschland und auch in Russland und in Kroatien. Und das war jetzt die München-Premiere auf dem Dogfest und als nächstes geht es nach Portugal. Super, das freut mich. Ich muss euch die Frage stellen, wie kommt man darauf, in ein militärisches, patriotisches Sommercamp ans andere Ende der Welt zu fahren und dort einen Dokumentarfilm zu drehen? Also wie ist euch diese Idee gekommen? Ich komme aus Russland, ich bin in Moskau geboren und da aufgewachsen und ich verfolge schon seit einer Weile diese die militärpatriotische Bewegung in Russland und es gibt einfach einen sehr starken Zuwachs an solchen Einrichtungen, an Militärclubs und Sommerlagern, die für die Jugendlichen, aber auch für Erwachsene eingerichtet werden und die Popularität hat über die letzten Jahre einfach sehr stark zugenommen und das hat ein sehr großes politisches Gewicht und ich fand es sehr interessant, mal einen Blick von innen zu haben, also nicht über die Medien, nicht von außen, sondern zu schauen, wie geht es den Menschen vor Ort, was empfinden sie, warum haben sie diese wahnsinnige Begeisterung für diese Aktivität und was finden sie da drin und dem ein bisschen näher zu kommen. Und wie haben die Leute dort in Lare darauf reagiert, dass ihr als Filmteam und wie groß war das Filmteam vor allem dahin gekommen seid? Ja, das Filmteam waren eigentlich wir beide und wir sind für diese eine Schicht von dem Lager, also für 4 Wochen dorthin geflogen und haben das komplette Programm mit denen gemacht, mit den Jugendlichen. Die waren schon überrascht und ein bisschen irritiert, dass jemand von so weit weg aus Europa dorthin kommt. Und ich glaube, Zeno war wahrscheinlich der erste Deutsche, der jemals seinen Fuß in dieses Dorf gesetzt hat. Und die waren auch ein bisschen skeptisch, was junge Filmemacher aus dem Westen da eigentlich suchen. Was wollen sie für Bilder machen? Sie hatten natürlich auch Angst, dass man mit einem sehr, sehr vorgeprägten Blick dem begegnet und vielleicht nicht offen ist für die Zustände, die man dort vorfindet. Und wir haben versucht, eine Vertrauensbasis mit denen aufzubauen und zu sagen, dass wir dort eigentlich nichts Spezielles suchen, sondern dass wir eigentlich eher verstehen wollen. Da habe ich 2 Fragen allgemein zur Kamera. Vor allem die Farben haben mich beeindruckt. Wie hast du das im Dokumentarfilm hinbekommen? Was für eine Kamera hast du benutzt und was war dein ästhetischer Ansatz an den Film? Also wir haben mit der Canon C300 gedreht. So ein ästhetischer Ansatz war dahingehend im Vorhinein schwierig zu planen, weil zum einen wussten wir irgendwie nicht genau, was auf uns zukommt, sowohl inhaltlich als auch visuell gesehen. Und um ehrlich zu sein, hat es sich ziemlich gut ergeben, dass dort auf der Insel relativ bewölkt ist. Das macht es natürlich auf der einen Seite ein bisschen langweiliger, weil man sozusagen überall weiches Licht hat und das irgendwie natürlich aus jeder Seite gleich ausschaut. Auf der anderen Seite tut es natürlich ist ein Faktor weniger, den es schwieriger macht, weil man ja inhaltlich auch so wenig wusste. Und dadurch hat es ganz gut funktioniert und hat dann einfach technisch gesehen auch einfach super hingehauen. Also wenn es jetzt irgendwie fetter Sonnenschein gewesen wäre und man irgendwie auf die Situation reagieren musste, wäre der Look wahrscheinlich auch nicht, hätte der auch nicht so funktioniert. Und ansonsten war die Idee schon auch zu sagen, okay, man ist sehr bei den Jugendlichen, also praktisch diese Kinder sind irgendwie, man ist da nah dran, man ist irgendwie wie so ein Teil von denen und dieser ganze Kontext, in dem das gespielt hat, so die ja dann doch irgendwie auch durch die Erwachsenen verkörpert wurden, die waren dann schon eher gesetzt und auch eben in so einem, ja, also visuell und wörtlich gesehen ein Rahmen, in dem dieses ganze Camp irgendwie vonstatten ging. Also diese ganze auf diesem Patriotismus und diesem Militär gegründete
gegründeter Kontext so. Weil du vorhin gesagt hast, ihr habt schon mehrere Screenings in verschiedenen Ländern gehabt, vor allem auch in Russland. Wie war da so der Unterschied in dem Feedback, das ihr bekommen habt, so jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder in anderen Ländern? Das Interessante ist, dass bis jetzt bei den Screenings in Deutschland die Menschen einerseits wahnsinnig offen dafür waren und diese Begeisterung eben so nachempfinden konnten. Also sie haben gesagt, es ist absolut verständlich, warum diese Struktur so gut funktioniert, dass man diesen Spaß hat, dass man diesen Rahmen schafft, in dem die Jugendlichen sich austoben und dann gleichzeitig eben diese patriotische Erziehung mitgegeben bekommen und auch eben so militärisch vorbereitet werden. Und es geht ja eben um diese Auseinandersetzung mit dem Krieg und die eigene Rolle gegenüber dieser Idee des Vaterlandes und dass man und auch der Bedeutung des eigenen Lebens gegenüber der Rolle als Bürger. Ja, super, vielen Dank. Und eine abschließende Frage: Was ist für euch Dokumentarfilm? Ein Satz, vielleicht. Dokumentarfilm in einem Satz ist natürlich ganz schwer zu sagen. Vielleicht neue Bilder für Gewohntes zu finden und versuchen, seinen eigenen Blick zu erweitern und auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, auch andere Einsichten durch diese Filme zu haben. Also wenn es jetzt um den politischen Film geht, um politischen Dokumentarfilm geht, aber ja, letztlich um neue Erfahrungen und ums Lernen. Super, und bei dir? Na, ich würde sagen, in jeder Hinsicht, je extremer, desto interessanter. Und wie wir in der Kamerasprache sagen, schön ballern. aber ich glaube schon, dass es so ist, ja. Also Situationen, die man sonst so als normaler Mensch nicht erleben würde, für den Zuschauer sichtbar, greifbar und identifizierbar zu machen. Super, dann bedanke ich mich für das Interview. Viel Erfolg noch mit dem Film und schön, viel Spaß beim Festival. Ciao.